Sobald du dich für den Brevet-Kurs angemeldet hast, hast du Zugang zum MyChillOut. Hier haben wir den Schoolkalender, das Flugbuch, Downloads und meine Daten. Im Schoolkalender kann ich mich anmelden für einen Schultag. Oder wenn nötig, halt auch wieder abmelden. Und ich kann schauen, wer alles mitmacht, Teilnehmerliste. Am Abend vorher, am 6. Uhr, ist dann hier auch ausgefüllt, um welche Zeit es losgeht, was der Treffpunkt ist, welches Fluggebiet, welches Tagesthema und im Kommentar, wie du dich auf den Flugtag vorbereitest. Wir haben verschiedene Farben. Das coole Event sind gelb, da sehe ich zum Beispiel noch Vollmondflug oder das coole Event Ski and Fly. Man kann das Ganze auch als Kalenderansicht anschauen, je nachdem, was dir mehr taugt. Dann gehen wir zurück auf das MyChillOut. Flugbuch. Du musst ein Flugbuch führen, um an die Prüfung gehen und können zeigen, dass du mindestens 50 Flüge hast. Ich mache hier einen neuen Flug, wähle den Fluglehrer aus und den Startplatz. Bei mir kommt hier ein Dropdown-Feld, bei dir nicht. Nur die Startplätze, die du selber schon eingetragen hast, kannst du im Dropdown-Feld anschauen. Jetzt sind wir aber an diesem Schauen irgendwas gewesen und ich weiss nicht mehr, wie es heisst und schon gar nicht, wie hoch es ist. Darum hat es hier eine Karte mit allen Start- und Landeplätzen und der Höhe dazu. Und das von ziemlich viel Fluggebiet. Schaue ich Brückli, heisst das, und ist 1060 Meter, also trage ich das ein. Schaue ich Brückli, die Höhe ist 1060. Der Landeplatz ist wiederum Lehn. Mein Gleitschirm, den muss ich selber eintragen. Zeige ich aber nachher, wie das man das noch vereinfachen kann. 26 in der Farbe ist Spektra. Flugzeit. Das musst du nicht eintragen, kannst aber für dich selber. Und Kommentar auch, was habe ich gelernt, was war schwierig, was habe ich gut gemacht, an was will ich denken im nächsten Flug. Du das speichern. Jetzt haben wir gerade zwei Flüge gemacht vom Schaubrückli, darum kann ich den einfach kopieren und nochmal speichern. Jetzt habe ich zwei Schaubrückli-Flüge. Für eine Prüfung tue ich dann mein Flugbuch als PDF exportieren, ausdrucken. Du bringst es mit und der Fluglehrer muss das stempeln und unterschreiben. Du siehst jetzt auch, die Höhendifferenz ist sehr wohl drauf, Flugzeit und Kommentar. Aber nicht. Dann gehen wir zurück ins MyChillOut. Downloads. Brevetkurs Must Read. Hier hat es Haufen Informationen, oder mal Maschine ziehen zum Beginn des Brevetkurs, damit du weißt, wie das läuft. Tagesthemen der Flugtage, die darf man ruhig auch schon im Voraus mal studieren und bearbeiten. Zum Wetterchecken ein paar interessante Informationen. Und ganz wichtig, Prüfung Must Read. Vor der Theorieprüfung und vor der praktischen Prüfung das lesen, dann weisst du, um was es geht und vergiss es nicht. Dann gehen wir wieder auf die Übersicht. Meine Daten. Hier trägst du die Prüfung, das Datum von deiner Theorieprüfung. Und wenn sie nicht besteht, halt noch das zweite Datum. Wenn du bestanden hast, Höckli setzen, Theorieprüfung bestanden und speichern. Nicht vergessen. Was du hier auch eintragen kannst, ist dein Gleitschirm, Grösse, Modell, Farbe. Wenn du es hier eingetragen hast, ist es im Flugbuch immer automatisch schon drin. Und wir Fluglehrer haben es dann auf der Liste. Das ist auch praktisch. Das ist alles zu meinen Daten und somit alles zum MyChillOut.